Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das nicht falsch gemacht habe. Ich bin nicht so der Fotograf, der jemanden begleitet einen Tag lang. Das machen andere auch ganz toll, das ist auch okay. Aber ich inszeniere schon, würde ich mal sagen, schon ganz schön stark. Also ich hatte schon immer ein Faible für Architektur, allerdings nicht für Architektur an sich, sondern als gestalteten Lebensraum und sozusagen diese formalen Ästhetiken rüberzubringen in Reportage, in Porträt und die Leute im Raum zu inszenieren, dass es sozusagen alles ein bisschen wird wie so eine Bühne, will ich es jetzt mal nennen, in der Sachen, Architektur, Landschaft und Menschen fast ein bisschen inszeniert sind. Ja. Darf ich einmal nur zum Gucken ganz ausmachen? Danke. Hallo. Caroline? Ja. Hier, ja? Ja, habe ich so gedacht. Ist okay? Ist ganz cool, ne? Das heißt, wenn du hier wieder so ein bisschen aristokratisch stehst, ist das super. Du kannst auch gerne hier eine Hand auflegen. Das ist die Sache, nur ich habe jetzt eine relativ lange Belichtungszeit. Also, aber du machst sowieso keine schnellen Bewegungen. Das funktioniert schon. Wir machen erstmal einen Test. Das sieht schon geil aus. Kannst du das mit mir? Wenn ich den Raum habe, der Raum stimmt und das Licht stimmt, kriege ich aber meistens die Leute dann da auch eingebaut. Also in der kurzen Zeit, die man hat, selbst wenn es ein halber Tag ist oder ein ganzer Tag für ein Porträt, kann man nicht das Wesen irgendwie eines Menschen darstellen, sondern man kann immer nur die Interpretation des Fotografen darstellen. Ich fand es immer viel, viel spannender, in den Editorial-Bereich reinzukommen. Also auch schon zu inszenieren, aber mit einem Porträt oder einer Reportage und in Lebenswelten reinzukommen, in die man sonst nicht reinkommt. Die Exil-Kalkutta-Geschichte war damals so, wir hatten uns halt überlegt, unser nächstes freies Projekt sollte über Grenzen heißen. Und dann meldete sich auf einmal das Goethe-Institut in Kalkutta. Wir würden uns gerne beteiligen. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, was für Themen gäbe es da. Und da war halt immer wieder dieses Thema der Exilanten aus Bangladesch. Ja, mit so einem leichten Lächeln nochmal. Ja, das ist toll. Für mich zählt das Bild und was das Bild transportiert. Ich bin froh, wenn ich ein schönes Porträt habe. Es ist mir egal, ob das von niemand ist oder von einem Politiker oder wie auch immer. Also gut fotografieren können viele. Ne, aber dann die Beharrlichkeit zu haben, da dran zu bleiben und weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen und noch und hier und da und sich lange mit einem Thema auseinanderzusetzen und das auch sozusagen einzubauen in sein Leben und wie auch immer eine Leidenschaft zu haben, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Okay, das soll es gewesen sein. Yay! Tausend Dank, da sind bestimmt ein paar schöne Bilder dabei. Ja. Eieiei, 423 Bilder. Für ein Bild.